hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Ich möchte mit euch jetzt heute zusammen ein Tomb Raider Spiel spielen. Und zwar, ja, gute Frage ist, wie heißt das Spiel? Wie heißt das Spiel? Ich muss meinen Laptop erstmal jetzt mit meinem Joystick verbinden. Das mache ich mal eben. Das war Stecker und dann das Kabel hinein. Jawohl, das hat schon mal funktioniert. So, wir starten hinein in Tomb Raider. Und zwar habe ich mal wieder ein neues Spiel entdeckt. Auf der Seite Tomb Raider Customs Level. Und das heißt Molly's Memories. Ich hoffe mal, ich spreche es richtig aus. Ich starte hinein mit Q4 Weine. Nehme eine... Ich erstelle aber hier mal eine Präfix. Ich mache noch eben nochmal auf Abbrechen. Weine Config. Windows 7. Nein, wir müssen, glaube ich, Windows XP mal emulieren. Als Bibliothek wähle ich mal aus DirectX, DirectX 9. Das sollte passen. Anwenden. Nee, hinzufügen. Anwenden. Okay. Okay. Das sollte es eigentlich schon gewesen sein. Ich gehe wieder raus. Starte nochmal neu mit Q4 Weine. Das hat nicht funktioniert. Also oft mache ich das nicht. Irgendwas ist jetzt hier falsch gelaufen. Bibliothek, ich mache jetzt, die ist doch drin. Ach, die ist unter Standard jetzt drin. Ich mache mal wieder entfernen, anwenden. Okay, ich mache eine neue Präfix. New Directory. Wir nennen es einfach mal DirectX 9. Ich sage ihm, neuen Präfix öffnen. Genau, da gebe ich einen Namen. DirectX9 nenne ich es einfach mal. Rest lasse ich so. Das kann ich so lassen. Ja, das kann auch so bleiben. Separate X11-Session. Das könnte ich auch nochmal ausprobieren, aber nicht jetzt. Genau, jetzt habe ich hier ein neues Verzeichnis. DirectX. Dann gehe ich auf System. Config Weine. Konfiguriert er Weine einmal neu als Präfix. Im Endeffekt aufs Dateisystem drauf. Ich sage ihm Windows XP, Bibliotheken und suche mir die DirectX 9 hinzufügen, anwenden. So, das hätte ich jetzt schon mal drin. Dann gehe ich hier wieder raus, sage ihm mit Q4 Weine öffnen und er hat schon die DirectX 9 am Start. Ja, ich sage ihm okay. Ja genau, jetzt habe ich hier diverse Einstellmöglichkeiten. Also beim allerersten Start öffnet sich dieses Fenster. Hier muss ich jetzt auf Weine klicken und ich wähle einfach mal 16-Bit Farben reicht, volle Auflösung und hier setze ich noch einen Haken. Das lasse ich auch so, das lasse ich so und sage ihm einfach okay. Und hoffe mal, dass das Ganze funktioniert. Ich starte hinein in a new game. Und fange an mit einem schönen Intro. Grazie, Winston. Ci hai messo il limone? Ja, am Anfang muss man leider durch so ein paar Cuts sehen. Und ich sehe gerade, mein Joystick funktioniert nicht. Okay, ich drücke Escape. Und versuche jetzt mal mein Joypad, Joystick, wie auch immer, einzustellen. Ich komme jetzt hier so nicht raus. Drücke die Taste P, sag ihm Option, konfiguriere Joystick. So, dann muss ich hier einmal alles nochmal neu einstellen. Genau, Duck ist 7, Dash ist Joy 8, Walk ist 5, genau. Jump ist Viereck, wäre Joy 4. Action wäre X, Joy 1. Draw Weapon, Dreieck. Use Flag, nehme ich hier die Options-Taste. Looken müsste 6 sein. Rollen Kreis, Inventory. Das ist die Taste Share auf dem PC-Controller. Und die, ja komm, die können wir auch. Links ist 12. Und das ist 13. Zack, fertig.
Und jetzt sollte eigentlich Lara laufen. Gut, das hat schon mal funktioniert. Kreis geht, jawohl. So, was können wir hier machen? Telefon abheben ist klar. Aber man kann hier noch ein paar Sachen einsammeln. Das habe ich schon mal herausgefunden. Ich glaube, so ein Medipack oder Munition. Irgendwas so in der Richtung. Hier vorne auch noch was. Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwo flog noch was rum. Was war das hier? Nö, ne? Ne, hier ist nichts. Ich glaube, ein Medipack war noch irgendwo. Ah, da. Da war's. Ja, jetzt kann ich das mit dem Handy gehen und eine Runde telefonieren. Lara Croft. Buongiorno, Lara. Sono John Yves. John, sei ancora ad Alberobello a studiare la gemma del cavaliere? Sì, ho fatto delle ricerche più approfondite. Ho una notizia buona e una cattiva. Quale vuoi sentire prima? Per me, nessuna cattiva notizia, lo è davvero. Sputa fuori il rospo. Va bene. La gemma del cavaliere non racchiude alcun potere e non ha nessun valore degno di nota. Ma davvero? Mi stai dicendo che tutti i miei sforzi ad Alberobello sono stati vani? Non esattamente. La bella notizia è che la tua avventura non è ancora finita. Il cavaliere che custodiva la gemma era il fantasma del conte Andrea Matteo III Acquaviva d'Aragona. Nel XVI secolo diede vita alla città di Alberobello introducendo alcuni contadini da un altro feudo. Egli custodiva la gemma perché essa è la chiave per accedere ai cuori dei due santi protettori di Alberobello, i gemelli Cosma e Damiano. Le reliquie di due santi? E cosa dovrei farmene? Le reliquie sono necessarie per trovare un artefatto di rara bellezza e di altissimo valore, la spada di Essen, con la quale i due martiri vennero decapitati. Stupendo, la cosa inizia ad intrigarmi. Dove si trovano i loro cuori? Sono in Molise, un santuario immerso nel bosco dedicato proprio a loro. Mandami le coordinate, John. Parto subito con il mio elicottero. Consideralo fatto. So, jetzt beginnt das Spiel. Was dem Zuschauer weg ist. Starten. Ich speichere trotzdem mal, falls ich direkt am Anfang hops gehen sollte, dass ich mir das Intro nicht nochmal anschauen muss. So, dann würde ich sagen, ich gehe einfach mal hinein. Ins Vergnügen. Wahrscheinlich bin ich vorgespielt, deswegen geht der Anfang jetzt hier ein bisschen flotter für euch. Jetzt weiß ich schon, was ich tun muss. Aber es wird sich im Laufe des Spiels auch ändern. Genau, auf jeden Fall, wir halten fest. Erstmal wunderschön eine Kirche. Ein wunderschöner Sound. Aber alles sehr stimmig. Und dann schieben wir erstmal diesen... Ups, dann vorbeigelaufen. Diesen Klotz hier oder Sockel oder whatever. Einmal auf Position. Und noch einmal. Oh, ich habe hier zwei Tasten vertauscht, sehe ich mal eben. Ich drücke mal die Taste P und korrigiere das mal eben. Walk habe ich jetzt hier auf 5 stehen. Ups. Und packen wir Walk mal auf 6. Und Look mal auf 5. Ich hoffe mal, dass ich jetzt besser klarkomme. So. Ja, so bin ich jetzt gewohnt. Ups. Wie kam ich hier nochmal hoch? Achso, ich muss erst hier rüber. Ups. Jetzt habe ich alles richtig eingestellt und kommt trotzdem nicht klar. So, jetzt aber. Ach genau, hier war die Kante. Da kann sich Lara dann entlanghangeln und den ersten Key aufheben. Ja, auch
diese Einstellung, also, das finde ich richtig gelungen. Ein Lob an den Programmierer. Der hat mich jetzt schon gecached. Wenn das Spiel so weitergeht, dann ist alles gut. So. Irgendwie sehe ich nichts. Wo bist du, Lara? Die Lupe versperrt hier alles ein wenig. Hallo? Genau, und hier liegt noch ein Medipack. Das sammle ich natürlich auch ein. Aber was haben wir? So, was können wir hier noch machen? Können wir einmal so kurz ein bisschen rumgehen. Den Schlüssel, den ich gerade eingesammelt habe, der passt hier nicht rein, in dieses Schlüsselloch hier. Ist der auch zu einfach. Kann man irgendwo noch was lesen? Und zwar hier. So, und in diesen Zwischenraum hier muss ich später mal rein. Ja, ich würde sagen, ich gehe mal sofort als erstes hier rein. Hier sehe ich nicht. Ich mache mal für mich den Monitor ein bisschen heller. Mal schauen, ob ich das Video danach bearbeite und auch für euch auch ein bisschen heller mache. Weil ich mag das nicht so, wenn man nichts sieht. Das ist auch so eine kleine Art, das Spiel immer so dunkel zu machen. Ja, wo seid ihr denn? Bösen Bubis. Trovato qualcosa? Non ancora. Okay, continuiamo a cercare. C'è qualcuno? Das war's. Gut. Erledigt. Ah ja, genau. Jetzt habe ich hier den Schlüssel. Erst zwei Tage her, dass ich es gespielt habe. Das heißt aber nicht, dass ich mich noch an alles erinnern kann. Das heißt aber nicht, dass ich mich an alles erinnern kann. Genau, der ist hierfür. So, und schon haben wir einen Revolver. Und zum Revolver gehört natürlich noch ein Visier. Das haben wir zu dem jetzt. So, damit hätten wir das Visier. Und jetzt können wir das Ganze kombinieren. Revolver Kombin with Laser Sight. Das stimmt gar nicht mal so schlecht, ne? Dann gehen wir wieder hier hoch. Na, Lara, geh hoch. Kann Lara auch rennen? Na klar, kann Lara. Na klar kann Lara rennen. Und wie sie rennen kann. So, und hier ist eine Klappe. Hier hat man die einmalige Möglichkeit, gegen das Schloss zu schießen. Aber natürlich mit der richtigen Waffe. Zack. Ja, hier weiß ich auch nicht so genau, wie es hier weitergeht. Nämlich Ratten drin. Und sobald ich hier reinspringe,
Ja, wollen die mich natürlich ein wenig ärgern. Mal eben ein wenig. Was wollte ich schon sagen? Ein Medipack. Kleiner sollte erstmal reichen. Gut, was kann ich noch machen? So, ich habe einen Schlüssel. Genau, der Schlüssel war hierfür. Für den Brunnen. Kann man so Fetzen. Kann man hier so aufsammeln. Wir eben gucken, ob das zwei Fetzen sind oder ob das einer ist. Ich glaube, das ist nur einer, ne? Ich gehe wieder zurück in die Kirche. Können wir jetzt schon mal den ersten Fetzen einsetzen? Geht nicht. Okay, ich brauche also zwei Fetzen. Oder Mosaikstücke. Genau. So, jetzt ist natürlich guter Rat teuer. Jetzt bin ich nämlich an dem Punkt, an dem ich jetzt eigentlich nicht weiter weiß. Ich brauche den zweiten Mosaik. Das zweite Mosaikstückchen. Weil ich gerade. Könnte das vielleicht hier drin sein? Nee, das ist was anderes, ne? So, ich würde sagen, ich laufe jetzt hier ein wenig rum. Vielleicht ist irgendwo noch. Vielleicht ist irgendwo noch eine andere Stelle, wo ich noch rein muss. Ja, oder der zweite Fetzen liegt hier. Das kann natürlich auch sein, aber so nah nebeneinander ist es nicht unmöglich. Ich einfach mal noch hinein, aber setze ich hier einen Speicherpunkt. Ups. Ja, war richtig. Safe Game. Safe Game. Jetzt muss ich einfach mal gucken. Hier nicht irgendwo muss irgendwas jetzt hier was sein. Nee. Da weiß ich jetzt auch nicht. Also ich behaupte mal, hier ist nichts. Oder liegen hier vielleicht zwei, dass ich einen übersehen habe. Also ich suche jetzt das zweite Mosaikstückchen. Mir ist nichts mehr, ne? Nö. Ich hätte dazu noch eine Idee. Ich einfach mal hier runter. Weil hier muss auch noch irgendwie etwas sein. Ja, also wie ihr seht, ich habe nicht viel vorgespielt. Das waren nur so ein paar... Ah, ja, genau. Ah, jetzt kommt hier so ein böser Vogel. Dazu nehme ich aber meine Standardwaffe. Mal diesen Schlecht. Da wäre er. Ich schaue mich jetzt hier nochmal so ein bisschen um, ob irgendwer das ist. Ja, hier ist noch so eine Plattform, die ich auch nicht so ganz zuordnen kann. Und hier liegt, glaube ich, noch ein Medipack. Ja. Ah ne, Munition auch gut. Und hier sind verschlossene Türen. Oh, Lara hängt fest. An der Grafik. Wo ist denn das Türchen?
Hier wäre das Türchen. Ist leider verschlossen. Da komme ich nicht rein. Genauso wie hier. Hier ist irgendwie so ein komischer Schalter. Vielleicht muss ich dagegen schießen. Ich teste das nochmal. Und zwar mit dem Revolver. Das wäre vielleicht noch eine Option. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Nö. Das funktioniert so schon mal nicht. Ja, hier ist auch alles ziemlich dunkel. Ich nehme mal hier so eine Fackel an. Und scanne erstmal die ganze Gegend hier nochmal ab. Ob ich jetzt hier irgendwo etwas übersehen habe. Also ich behaupte mal, hier wäre nichts. Fackel schon wieder aus. Gut. Solange wir noch welche haben, ist kein Problem. Ah, ich habe keine Fackel mehr. Man kann auch ein bisschen Licht machen, indem man hier einfach ein bisschen umschließt. Hier komme ich definitiv nicht rüber. Okay. Ich weiß nicht, ob man hier die Tür öffnen kann. Ich denke mal, ich werde jetzt hier einen Schnitt einbauen. Und melde mich dann wieder, wenn ich etwas schlauer geworden bin. Weil ich weiß jetzt nicht, wo ich das zweite Mosaikstückchen herbekommen soll. Ja, oder was könnte man denn noch machen? Oder was könnte noch fehlen?
wissen, wenn ich hier gehe. Hier war ich ja auch schon. Tja, keine Ahnung. Was ist hier für eine komische Plattform? Ein Lüsken, okay.